Im Node-RED-Editor der Rulebox Digital finden Sie in der Node-Liste schon vorinstallierte W&T-Knoten, um eine Türsteuerung zu realisieren oder einen Kontakt zu schalten. Ziehen Sie den Knoten Digital In auf Ihren Flow. Mit einem Doppelklick gelangen Sie zu den Eigenschaften des Nodes. Geben Sie dem Knoten einen Namen, zum Beispiel Klingel gedrückt, und wählen Sie aus, ob Eingang 0 oder 1 überwacht werden soll. Wählen Sie nun über das Menü Palette Verwalten, den Reiter installieren und suchen Sie nach LED. Installieren Sie den Knoten Node Contrib UI LED. Ziehen Sie anschließend den LED-Knoten aus der Node-Liste auf Ihren Flow. Verbinden Sie den Digital In-Knoten und den LED-Knoten miteinander. Auf dem Dashboard können Sie nun anhand der virtuellen LED sehen, ob der Kontakt geschlossen wurde oder nicht. Ziehen Sie nun den Knoten Digital Out auf Ihren Flow. Geben Sie an, ob der Ausgang 0 oder 1 geschaltet werden soll. Ziehen Sie nun den Knoten Button auf Ihren Flow. In den Eigenschaften des Buttons beschriften Sie diesen zum Beispiel mit Türöffner und geben sie als Payload On an. Nun müssen Sie noch dafür sorgen, dass der Türöffner nach zum Beispiel 2 Sekunden wieder automatisch ausgeschaltet wird. Ziehen Sie dazu den Knoten Trigger auf die Editoroberfläche. Konfigurieren Sie den Knoten so, dass bei Auslösung ein On und nach 2 Sekunden ein Off an den Digital Out Knoten gesendet wird. Verbinden Sie nun den Button mit dem Auslöser und den Auslöser wiederum mit dem Digital Out Knoten. Nach einem Klick auf Deploy ist Ihre Türsteuerung fertig zur Benutzung. Weitere Informationen zur Rulebox finden Sie auf wut.de/rulebox.